Ja, die Typ, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Learn Japanese to Survive Kanji Combat. Tja, wir haben hier den Markt ausgebaut, glaube ich, noch in der letzten Folge und haben uns durch diese Grotte gekämpft, wo ja nicht irgendwie wirklich was passiert ist, wir nichts Neues erfahren haben. Deswegen heißt es dann wohl jetzt hier weiter die nächste Kanji-Lektion lernen. Hi Flo, wie war dein Tag soweit? Willst du mit deinem Unterricht weitermachen oder eine alte wiederholen? Alten Unterricht. Nip, wir machen mit der nächsten Lektion weiter. Willkommen zur Lektion Nummer 18. 18 mittlerweile schon, Wahnsinn. In dieser Lektion werden wir diese 6 Zeichen lernen, die hier abgebildet sind. Das wird also eine sehr intime Angelegenheit, diese Lektion sehe ich hier. Wir werden uns eins nach dem anderen anschauen. Oder eine sehr, sagen wir mal, körperbetonte, körperbetonte Lektion. Hier ist unser erstes Zeichen für den Tag. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Strichen. Karada. Das hier ist Karada, also das Zeichen für Körper. In der Kunlesung Karada, was auch dann eben Körper bedeutet. Das Karada kann manchmal auch statt nur mit diesem einen Zeichen hier auch noch mit einem zweiten Zeichen geschrieben werden, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das mit dabei war hier in der Liste. Vielleicht, ansonsten, falls nicht, blende ich es noch mit ein. Also es gibt 2 Möglichkeiten, wie man Karada schreiben und dann auch lesen kann. Oder in der On-Lesung hier mit Tai und Tei ist mir nicht so geläufig, also aber als Tai kenne ich es auf jeden Fall. Nik Tai, was auch der Körper, der leibliche oder der leibliche Körper ist, wenn man so möchte. Ja, mit 7 Strichen geschrieben. Mal sehen, was die Eselsbrücke ist, da bin ich mal gespannt. Du kannst dir die Gestalt von dem Zeichen vorstellen als als der Körper eines Menschen, der irgendwo sich drüber beugt mit einem Gehstock. Was soll das mit Körper zu tun haben? Also ich meine, gut, der Körper einer Person, aber mit dem Gehstock vielleicht nicht so irgendwie das Dollste. Sagen wir mal, hier dieses linke Zeichen haben wir ja schon gelernt, ist das Radikal von dem Zeichen Mensch. Also vieles, was hier vorne irgendwie was hat, hat die Bedeutung Mensch. Und das hier haben wir gelernt, kann einerseits Buch sein, aber kann auch Ursprung oder Quelle oder sowas bedeuten. Ja, und die Quelle oder der Ursprung des Menschen ist, was der Mensch zum Menschen macht, vielleicht ist sein Körper, den er besitzt oder so. Na, eigentlich ist es vielleicht Geist und Seele, deswegen vielleicht auch nicht das Beste. Alternativ kann man es sich vielleicht irgendwie im Set merken mit Pause, weil auch mit dem Zeichen nicht verwechseln. Wir haben ja noch das Zeichen für Yasumi gelernt, was fast genauso aussieht, nur dass der Strich hier nicht dazwischen ist. Also da haben wir Mensch und Baum und hier haben wir Mensch und Buch sozusagen daneben oder Ursprung eben. Deswegen, vielleicht kann man sich da noch irgendwie was zusammenreimen, vielleicht fällt euch da irgendwas ein, aber ja, das hier finde ich jetzt nicht sehr einleuchtend. So, Kunlesung Karada. Ja, und Tei, Tai als On-Lesungen. Gut, noch einmal, wie es geschrieben wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann geht's weiter. Hier kommt das nächste Zeichen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atama oder Kashira. Kashira ist dann in dem Fall, glaube ich, so der Herr, also der Kopf der Familie, wenn man, glaube ich, will. Das Kashira müsste es, glaube ich, sein. Wusste ich gar nicht, dass es mit diesen Zeichen hier geschrieben wird. Ich gucke aber mal ganz sicherheitshalber nebenbei im Hintergrund nach. Oh, muss ich mal das hier rübernehmen. Und ansonsten haben wir noch To und Su. To ist mir auch geläufig, durchaus als Lesung von dem Ganzen. Das Su allerdings eher weniger. Dann ein bisschen schade, dass dieses Zeichen kommt, bevor wir ein anderes haben, was später noch da ist. Nämlich hier dieser rechte Teil, die rechte Hälfte von dem Zeichen haben wir, glaube ich, am Ende der Liste, habe ich das noch gesehen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen. Atama. Da steht das Kashira, genau. Oberhaupt, Chef, Kopf. Okay, das ist dann tatsächlich mit diesem Zeichen hier geschrieben. Gut zu wissen. Ja, mal sehen, was die Eselsbrücke ist. Ja, mir fehlen irgendwie die Worte dazu. Das hätte man hier wirklich sehr viel besser machen können. Du kannst dir die Gestalt von diesen Zeichen vorstellen wie zwei Aliens mit großen Köpfen. Ja, sehe ich sofort hier in dem Zeichen. Anderer Vorschlag, man hätte erst irgendwie die anderen beiden Zeichen für sich lernen sollen. Der linke Teil hier, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Striche, das hier ist als Zeichen, wenn es für sich alleine steht, also ganz komplett groß, ist Mame. Das ist die Bohne. Und hier der rechte Teil, das werden wir noch am Ende dieser Lektion lernen, aber ich nehme es jetzt schon mal vorweg, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Striche, die wir hier drüben haben, das ist... warte mal, mit den beiden hier unten bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also der obere Teil hier auf jeden Fall, wenn nicht sogar mit den beiden Strichen noch unten drunter, ist Kubi, der Hals oder der Nacken. Das heißt, die Bohne auf dem Hals, das ist der Kopf. Die Bohne, die auf dem Hals ist, ist der Kopf. So ist eigentlich, wie wir es uns auch gemerkt haben und wesentlich einleuchtender, wenn man sich die Einzelbestandteile merkt und dann einfach zusammensetzt. Die Bohne auf dem Kopf. Ja. Atama. Kashira. Toe. Zu. Das als Lesungen. Gut, dann noch einmal, wie es geschrieben wird. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Strichen. Gut, dann geht's weiter. Hier kommt das nächste Zeichen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kao. Kao. Das ist das Wort für Gesicht oder auch Gesichtsausdruck. Mit der Kundenlesung entsprechend Kao. Kao ist halt dann also das, ja, das Gesicht. Zum Beispiel Ahegao für alle, die in japanischen Hentais bewandert sind. Das Gao wird dann auch mit diesen Zeichen hier geschrieben. Was gibt es sonst noch? Walai Gao oder so ein lächelndes Gesicht. Irgendwie so verschiedene Gaos gibt es dann. Das ist dann meistens dahinter mit das Kao zu einem G verweichlicht, zu einem G. Und ansonsten gibt es auch noch Gan als Bedeutung. Wo ich glaube, mal irgendwann ein, zwei Vokabeln gekannt zu haben, aber es taucht eher weniger in der Onlesung auf. Oder ja, ist jetzt nicht so wichtig, die Onlesung sich zu merken. Geschrieben mit 18 Strichen. Auch hier bin ich mal auf die Eselsbrücke gespannt. Sie machen schon wieder die Aliens. Du kannst dir die Gestalt von den Zeichen als ein Alien mit einem traurigen Gesicht vorstellen, weil es nur 3 Haare auf dem Gesicht hat. Ja, gut, also hier haben wir es damals, als wir das Zeichen gelernt haben, was wir, glaube ich, auch ja, zusammen mit Atama auch tatsächlich, also mit dem Kopf gelernt haben. Da wussten wir schon, dass der rechte Teil hier, wie gesagt, der Hals ist. Und hier, das hier oben ist Stehen und das hier unten haben wir uns auch als 3 Härchen vorgestellt. Also das auf dem... Das, was hier oben auf dem Hals steht, das hat nur 3 Härchen. Also das mit den Härchen haben wir tatsächlich auch so gemacht, aber... Und das, was 3 Härchen hat, das ist das Gesicht. Es gibt noch ein ganz eigenes Zeichen auch wieder für Bart. Ja, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. So haben wir es uns damals auf jeden Fall gemerkt. Ja, das also Kao. Kao. Gan. Und Gan als Onlesung für Gesicht, ja, Gesicht bzw. Gesichtsausdruck. Noch einmal die Schreibung mit den 18 Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5, was so das Stehen ist. Und dann noch die 4 anderen Striche und dann auf der rechten Seite den Kubi, den Hals. Gut, dann geht's weiter. Hier kommt das nächste Zeichen. 1, 2, 3, 4, ein ziemlich einfaches Zeichen. Ke. Das hier ist das Zeichen für Haar oder für Fell, Borsten, glaube ich, kann es auch sein. Das ist Ke, beziehungsweise Mo. Ich glaube zum Beispiel war es Mo Fü gewesen, weil ich benutze das Zeichen äußerst selten. Deswegen ist es mir nicht so geläufig. Mo, genau, Mo Fü. Muss ich natürlich nicht im Kanji-Lexikon, sondern im Wörterbuch suchen. Mo Fü war dann, glaube ich, die Decke gewesen, wenn ich mich nicht irre. Wolldecke, genau, Decke. Mit Mo, mit diesen Zeichen hier, also für Haar oder Fell und Fü ist dann, ja, Fü ist Stoff oder Tuch, genau. Und nicht zu verwechseln ist dieses Zeichen mit Hand, mit T. Dieser letzte Strich hier geht da völlig anders. Wir können uns auch gleich nochmal die Strichreihenfolge angucken, die sieht auch, glaube ich, ein bisschen anders aus als bei T, also dem Zeichen für Hand. Das Ke muss ich mal gerade überlegen, ich glaube bei Kemono, zum Beispiel wer Kemono Friends kennt, da ist eben auch das ja, die Dinge, die, ach ne, Kemono kann man, ist ein eigenes Zeichen für sich. Da gab es nicht auch irgendwie mit Ke? Ne, tatsächlich nicht. Gut, ich dachte, das Kemono in Ke wäre das hier. Aber Kemono für sich einzeln ist ein einzelnes Zeichen. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo es Ke gibt. Schauen wir mal da. Ne, das ist auch ein anderes Ke. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Ich suche mal nur nach dem Ke. Aber das meistens, wenn es die Kundenlesungen sind, findet man die nicht unbedingt hier im Wörterbuch. Kurige, Küsuge, Matsuge, Augenwimpern, was man nicht alles für Vokabeln hat. Munage, die Brusthaare. Die wollte ich schon immer mal wissen. AKG, rotes Fell mit den ganzen Farben und so davor. Es gibt noch irgendein anderes Wort, was relativ geläufig ist, wo ich das eigentlich noch am ehesten her als Ke von der Lesung kenne. Vielleicht fällt es mir noch ein, wenn es mir einfällt, bis ich die Folge schneide, blende ich es ein. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Sorry. Auf jeden Fall werde ich hier auch, das, denke ich mal, die Hand irgendwo eingeblendet haben, wegen Verwechslungsgefahr. Jetzt aber mal zurück hier. Ja, die Gestalt von diesen Zeichen sieht ein bisschen aus wie ein Hairbrush, also wie heißt das, wie ein Kamm. Ja, ich benutze das selten, deswegen kenne ich das deutsche Wort auch kaum. Ja, kann man, denke ich, so sich vorstellen. Auf der anderen Seite, es hilft nicht, es so unbedingt zu unterscheiden von dem Zeichen für Hand, weil die sich eben sehr ähnlich aussehen und der Stiel dann unten, wenn man so will, praktisch nur eine andere Ausrichtung hat. So, dann noch einmal die Kundenlesung. Ke. Die On-Lesungen. Mo. Dann nochmal die Schreibanimation. Es geht genauso los wie Te mit erst dem leicht angeschrägten und dann den beiden mehr oder weniger horizontalen Strichen. Bei T, also bei dem Zeichen für Hand, werden sie meistens ziemlich genau horizontal geschrieben. Das ist auch noch so ein kleiner Unterschied, während die hier so ein bisschen angeschrägt meistens aussehen bei dem Ke. Bei vielen Fonts, also bei vielen Schriftarten, dann allerdings auf dem PC sieht das ja auch relativ gleich aus, also wenig, nicht so sehr geneigt, aber oftmals ist das noch so ein kleiner Zusatzunterschied, wo man die beiden ein bisschen auseinanderhalten kann. Gut, dann geht's weiter. Hier kommt das nächste Zeichen. Ah, okay, stimmt, so rum war es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kubi. Gut, es war fast so wie das andere, was wir hatten. Da muss ich eigentlich mal gucken, was das hier eigentlich dann für ein Zeichen ist, wenn das nicht genau der Kubi ist. Da haben wir den Kubi. Und das andere, was ich vorhin immer als Kubi bezeichnet habe, ist so ähnlich, nur dass die beiden Striche hier oben dann hier unten als Füße sozusagen dran sind. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Das müsste es doch auch irgendwo als Radikal geben. Ach, hier. Genau. Ach, Seite ist das dann. Also ich blende es nochmal ein. Das, was ich vorhin bei den anderen beiden Zeichen hier, was an der Seite ist, ja als Kubi bezeichnet habe. Ich habe ja auch schon gesagt, Moment mal, da bin ich mir nicht ganz sicher, war Kubi nicht ein bisschen anders? Das bedeutet einfach schlicht und ergreifend Seite als Bedeutung. Also Peiji oder Ketsu kann man das dann ansonsten auch noch lesen, wenn das Zeichen nur für sich steht, was aber fast nie vorkommt, ist meistens als Bestandteil von irgendwelchen Zeichen. Aber weil es dem Kubi, dem Hals so ähnlich sieht, haben wir das dann, glaube ich, damals im Semester oder mit unserer Sprachlehrerin dann als das hier als Hals gemerkt, für die Zeichen Kopf und was hat man noch, das Gesicht. Der eigentliche Hals allerdings richtigerweise ist tatsächlich das hier, wo die beiden Striche, also die Füße nicht unten sind, sondern dann hier oben so als Kleckse an diesen anderen Bestandteil mit dran. Kubi, beziehungsweise von der Unlesung her Shu. Die Gestalt von dem Zeichen sieht aus wie ein Giraffengesicht. Und wir alle wissen ja, dass Giraffen bekannt sind für ihre langen Hälse. Giraffengesicht. Ja, mit viel Fantasie. Hier die kleinen Hörner und Ohren und lass ich mal so durchgehen, weil ich jetzt auch keine bessere Eselsbrücke wissen würde. Gut, dann die Kundenlesung. Kubi. On-Lesung. Shu. Dann nochmal die Schreibung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, mit 9 Strichen das Ganze geschrieben. Dann geht's mal weiter. Hier kommt das nächste Zeichen. 1, 2, 3, 4. Kokoro. Das hier ist Kokoro, das Zeichen für Herz, was ich bis heute nicht gut geschrieben kriege, weil ich immer so ein bisschen die Gesamtkomposition des Zeichens total verkacke. Und auch die Strichreihenfolge, ich schreibe meistens irgendwie erst den hier, dann den hier oben, ziehe dann erst den und mache am Ende den Klecks hier hinten, während wir gerade gesehen haben, dass es richtigerweise erst der hier, dann der hier und dann die anderen beiden sind. Ich glaube, mittlerweile habe ich das einigermaßen drauf, aber ich schreibe halt nur noch selten Kanji, statt sie zu tippen am PC. Kokoro, beziehungsweise von der On-Lesung her Shin. Shin auch durchaus eine wichtige Lesung, die bei vielen Sachen vorkommt, zum Beispiel Neshin, das Shin, also für ja, begeistert irgendetwas tun, Neshin ni Anime Miru, also begeistert Anime schauen oder so, oder fleißig, kann es auch bedeuten, da ist zum Beispiel dieses Herz mit drin, also seinem Herz ins Innere von etwas, nee, nicht Innere, also das brennende Herz, das glaube ich gewesen, Netsu, was dann zu Neshin gelesen wird, ja, irgendwie sowas, oder feurig, das feurige Herz, das ist dann für etwas begeistert sein, aufgeflammt sein sozusagen. Ja, das hier ist dann, also Kokoro, Shin, Shin auch als wichtige Lesung, wie gesagt, 4 Striche. Du kannst dir die Gestalt des Zeichens als ein Herz vorstellen. Ja, also irgendwie so ein bisschen dieses geschwungene Herz, wo dann hier das Blut, die Bluttropfen reinfließen oder Wehen oder sowas reingehen. Ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung hatte ich mir auch mal gemerkt. Ja, dann die Kun-Lesung. Kokoro. Kokoro. Die On-Lesung. Shin. Shin. Und nochmal die Schreibung. 1, 2, 3, 4. Gut, dann müssten wir damit am Ende angekommen sein. Yep. Glückwunsch, du hast diese Lektion bestanden oder überstanden. Jetzt kennst du 6 mehr Zeichen zusammen mit ihren Bedeutungen und ihren Lesungen. Gut gemacht. Tja, nun da die Lektion vorbei ist, muss ich euch abfragen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Los geht's. Was ist die Bedeutung von diesen Zeichen hier? Ist es der Körper, der Kopf oder das Gesicht? Tja, hier wissen wir, da ist links die Bohne, die auf, ja, nicht ganz auf dem Hals, eigentlich die Bohne an der Seite. Deswegen, man trägt ja den Kopf nicht an der Seite. Aber wie gesagt, damals haben wir es uns auch so gemerkt, weil die sich ähnlich ausgesehen haben. Deswegen ist es hier natürlich der Kopf. Richtig, gut gemacht. Was ist die On-Lesung von diesen Zeichen hier? Ist es Mo, ist es Gan oder ist es Shin? Das hier ist das Fell, was dann auch zu einer Decke verarbeitet wird, die Mofu heißt, deswegen Mo. Richtig, gut gemacht. Was ist die Bedeutung von... Ne, Quatsch, die Kun-Lesung von diesen Zeichen hier? Ist es Kubi, ist es Kokoro? Oder ist es Kashira? Ja, das hatten wir gerade erst ganz am Ende. Das müsste noch frisch im Gedächtnis sein. Das ist das Kokoro. Ride in your Kokoro. Ich erzähle nur Kokolores hier. Ha, 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 ha. Was ist die Bedeutung von diesen Zeichen hier? Ist es der Nacken oder Hals? Ist es das Herz? Oder ist es der Körper? Das hier ist der Körper. Richtig, gut gemacht. Was ist das Zeichen mit der Bedeutung für Hals oder Nacken? Ist es das erste, das zweite oder das dritte? Hier sieht man sie auch nochmal im Vergleich, dass sie doch ein bisschen anders aussehen. Tja, das hier ist das oberste entsprechend. Richtig, gut gemacht. Was ist die oder das Zeichen mit der Bedeutung Gesicht, Ausdruck? Ist es Nummer 1? Nein, das ist das Kokoro. Ist es Nummer 2? Nein, das ist das Haar oder Fell. Oder ist es Nummer 3? Das ist es dann natürlich, das Gesicht. Richtig, gut gemacht. Glückwunsch, damit hast du das Quiz überstanden. Du bist schon gut auf dem Weg, die Kanji zu meistern. Tja, und direkt, achso, ja, ich will auch gar nicht rein. Ich werde mal gucken, ob hier irgendwelche neuen Charaktere dann neue Sprüche ablassen. Dafür müsste mich allerdings das Zeichen erstmal vorbeilassen. Bitte hilf, dass die Monster nicht an mich rankommen. Du da unten bist auch neu, glaube ich. Monster, halte sie fern von dem Gemüse. Okay, die wird hier definitiv dann irgendwann noch ein Karottenfeld hier scheinbar machen. Komisch, dass man hier dieses eine Feld reingehen kann, sonst nicht. Na gut, dann würde ich sagen, speichere ich mal hier vom Baumhaus. Zack. Und beende dann die Folge erst einmal hier an dieser Stelle. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Den Kampf mit den Zeichen, mit den Kanji, mit den neuen Zeichen, ja, die wir gelernt haben, werden wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dahin, wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.